Wasserkraft, sanfte Energie. Doch die Turbinen bedeuten für viele Fische den Tod. Mais ohne Ende. Doch nicht als Nahrung, sondern um Strom zu erzeugen. Strom aus Windkraft, oft nicht zu nutzen, weil Leitungen fehlen. Es hapert ganz konkret daran, dass es keinen Gesamtplan gibt. Es gibt keine Vorstellung davon, wann, wie viel, wo erreicht werden soll. Das ist das große Problem an der Energiedebatte zurzeit und speziell der Bundesregierung. Tödliche Bedrohung für Fische, die Wasserkraft. Sie sollen Lachse in der Lahn retten, im staatlichen Auftrag. Jetzt im Herbst will der Fisch die Lahn hoch ins Quellgebiet, um dort zu laichen. Doch Wasserkraftwerke versperren seinen Weg. Die Fischtreppe hier finden nur die wenigsten. Einmal pro Woche suchen die Fischer stundenlang den Fluss ab, um zumindest ein paar Lachse zu retten. Die meisten Fische werden sterben. Heute fangen sie gerade einen Lachs. Ein immenser Aufwand. Aber nur so lässt sich ein kleiner Lachsbestand überhaupt aufrechterhalten. Mit dem Laich der Fische sorgen sie hier für Nachwuchs. Die wenigen Lachse, die doch auf natürlichem Weg nach oben gekommen sind, werden auf dem Rückweg von der Abwärtsströmung in die Anlagen gezogen. Die Lachse, die sind ja so knapp 18, 20 cm groß. Die passen in der Regel durch die 2 cm breiten Spalten des Rechens durch und kriegen in den Turbinen zu etwa 30-35% den Gas ausgemacht. Und die Aale, größer 60 cm, bleiben vor dem Rechen hängen, werden von dem Rechenreiniger, der da ist, in Stücke gerissen. Ja, 3 Stücke, meistens sind tot. Und die Aale, die kleiner wie 60 cm sind, passen auch durch den Dreschen durch. Die zwängen sich dahin durch und werden in die Turbinen gehäckselt. Das heißt, die Aale haben noch ein viel größeres Problem. Es gibt keinen Aal, der von hier im Rhein landet. So sehen Aale dann aus, wenn sie durch Wasserkraftanlagen geschwommen sind. Überall in Deutschland gibt es Wasserkraftwerke. Nahezu alle Verbindungen sind für Fische gekappt. Besonders bedrohlich für die Fische die Kleinstwasserkraftanlagen, die über das Erneuerbare Energiengesetz vom Staat am stärksten gefördert werden. Wir haben in Deutschland 7.700 Wasserkraftanlagen. 350 von diesen 7.700 machen 95% des Wasserkraftstroms. Und 7.350 machen 5% des Wasserkraftstroms. Das heißt also, wenn man diese 7.300 Wasserkraftwerke stilllegen würde, ja, alle unter einem Megawatt, würde man das überhaupt nicht merken in der Gesamtstromerzeugung. Man würde es nicht merken. Aber heute wollen die in jeder Pissrinne, auf Deutsch gesagt, wollen die wieder eine Wasserkraftanlage bauen und sagen, das wäre ökologisch wertvoll. Wie bedroht die Fischbestände durch Wasserkraft sind, wissen die Umweltminister der Länder und das Bundesumweltministerium seit Jahren. Doch es hat sich fast nichts geändert. Wasserkraft wird auch durchs Erneuerbare Energiengesetz stark gefördert. Es gibt aber offenbar keinen Plan, wie man die Fischbestände schützen soll, die dabei zugrunde gehen. All dies wird beraten. Es ist sicherlich verfehlt, die Anstrengungen im Bereich der erneuerbaren Energien gegen Naturschutzbelange auszuspielen. Unser Ziel muss sein, beide Belange zu harmonisieren. Die Regierung fördert Projekte, um Fische zu retten. Doch das Ergebnis zweifelhaft. Der Besitzer dieses Augsburger Wasserkraftwerks etwa hat ein Rohr eingebaut, das Fische um die Anlage herumleiten soll. Dabei treibt die Hauptströmung die Fische in die Turbinen. Ob sie jemals das Rohr finden, ist fraglich. Ich gehe davon aus, ich war zwar selbst noch nie Fisch, aber ich gehe davon aus, dass es irgendwann finden muss. Also das heißt, bei dem Rohr haben Sie doch auch ein bisschen Zweifel, oder wie? Ja, wie gesagt, ich war noch nie Fisch. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Dieses Rohr ist viel wert. Der Betreiber bekommt dafür rund 20.000 Euro jährlich extra. Staatlich garantiert über die nächsten 20 Jahre. Viel Geld für sinnlosen Fischschutz. Das bestätigt sogar ein Beamter des zuständigen Regierungsbezirks. Derzeit ist es tatsächlich so, dass man für nicht wirksame Maßnahmen mehr Geld bekommt aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Und das wird gerade in Verbindung mit diesem angesehenen kleinen Rohr an immer mehr Wasserkraftanlagen im Moment eingebaut. Und das ist absolut unsinnig, bringt der Ökologie und den Fischen überhaupt nichts. Doch die Politik will die Energiewende schnell umsetzen.
Dafür werden gerade Milliardenbeträge nach dem Gießkannenprinzip ausgegeben. Auch für den Ausbau der Wasserkraft. Hauptsache, es steht erneuerbar drauf. Jetzt muss man wirklich bewusst fragen, wie viel wollen wir von welcher Energiequelle nutzen und wann wollen wir das tun? Es reicht nicht mehr, dass jeder möglichst viel macht, sondern es muss dann sehr viel stärker gesteuert werden. Und da ist die Politik tatenlos? Da guckt die Politik im Moment relativ tatenlos zu. Wir haben ja keine Planwirtschaft. Es gibt Rahmenbedingungen, die der Staat setzt. Es gibt Fördermöglichkeiten, die seitens der Politik vorgegeben werden. Strom aus Nahrungsmitteln, Biogas. Auch Biogasanlagen werden staatlich gefördert. Sie fressen vor allem Mais und produzieren damit Strom. Der Boom bei den Biogasanlagen sorgt dafür, dass immer mehr Mais in Deutschland angebaut wird. In einigen Bundesländern hat sich die Anbaufläche in den letzten 7 Jahren sogar verdoppelt. Die Folge: Grünflächen werden immer knapper und die Pachtpreise für Weiden und Äcker explodieren. Milchbauern wie Dieter Burig aus Niedersachsen sind oft darauf angewiesen, Land dazu zu pachten. Doch bei diesen Preisen kann Burek nicht mehr mithalten. Wenn wir uns mal umschauen, hinten ist Mais, zur Straße hin, da ist sie, ist eine Maisfläche. Man sieht genau, dass ich umzingelt bin von Mais und ich habe hier nur noch Grünland. Und für meine Kühe benötige ich nun mein Grünland. Und wenn die Flächen weniger werden, dann bedeutet das für uns, dass ich jedes Jahr immer ein paar Kühe weniger halten kann. Und irgendwann kann ich meine Unkosten nicht mehr bezahlen und dann ist es vorbei mit, dass wir überhaupt noch melken können. Das heißt, die Kühe müssen weg. Für Milchbauer Burek ist der Mais die Katastrophe. Für Biogasbauer Stollei ist der Mais dagegen eine sprudelnde Geldquelle. Dabei waren die Biogasanlagen eigentlich mehr für organische Abfälle gedacht. Die sollten vergären und so kostbaren Strom erzeugen. Doch statt Abfällen landet heute meist wertvoller Mais in den Gasanlagen, der extra angebaut wird. Denn dafür gibt es eine staatlich garantierte Bonuszahlung. Neben einigen Anlagen türmt sich der Mais nun Meter hoch. Nur noch Pistenraupen kommen da hoch. Hier bei der Biomasse muss man leider sagen, die Landwirtschaftslobby hat sehr erfolgreich dafür gestritten, einen Bonus für den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen, also Navarro-Bonus, zu bekommen, wie man den nennt. Also Mais. Das ist sozusagen der Maisbonus und der ist überdimensioniert. Energiewende auf Deutschlands Äckern. Statt Getreide fürs Brot wird immer mehr Mais für Strom angebaut. Jetzt hat die Politik immerhin den Maisbonus gekürzt. Es soll mehr Grünschnitt in die Anlagen, also etwa Abfälle. Doch die Biogasbauern dürfen auch in Zukunft Mais als Hauptenergiequelle einsetzen. Warum haben Sie den Bonus für den Maisanbau nicht komplett gestrichen? Es war ein kompliziertes Geflecht an unterschiedlichen Interessen. Bundestag hat es mit großer Mehrheit fast aller Parteien so beschlossen und der Bundesrat einstimmig. Das war der Prozess der parlamentarischen Willensbildung, der zu diesem Ergebnis geführt hat. Strom aus Windenergie. Doch oft kommt nichts davon in der Steckdose an. Reinhard Christiansen betreibt an der dänischen Grenze mehrere Windkraftanlagen. Immer häufiger muss er sie abschalten, bei bestem Wind. Denn die Stromnetze sind oft voll. So kann der wertvolle Ökostrom nicht aus dem windigen Norden in die Ballungszentren im Süden gelangen. Dieses Jahr liegt die Zahl der erzwungenen Abschaltungen von Windrädern fast 70% über der von 2010. Zuerst freuen wir uns, weil wir so reichlich jetzt Strom ernten. Aber dann haben wir eine zu hohe Produktion. Wir können sie nicht abführen, weil die Netze da nicht ausgelegt sind. Unser schön erzeugter Ökostrom, den können wir nicht zu dem Verbrauch herunterbringen. Und das ärgert uns maßlos, weil ja, das hätte schon lange behoben werden können. Für den Produktionsausfall zahlt der Staat Geld an Christiansen. Absurd, Geld für Strom, der nie produziert wurde. Jahrelang haben Politik und Netzbetreiber nicht genug getan, um Leitungen zu bauen, die den Strom in den Süden Deutschlands bringen. Jetzt soll es auf einmal ganz schnell gehen. Dass Menschen an den geplanten Trassen nicht immer mitspielen, haben Politiker offenbar nicht bedacht.
Im Moment haben wir diese starken Widerstände, weil man den Menschen nicht vermitteln kann, wozu diese neue Trasse denn dient. Ist sie wirklich dafür da, Windstrom von Nord nach Süd zu transportieren? Transportiert sie eventuell irgendwelchen Importstrom von Dänemark nach Belgien? Oder was passiert genau auf dieser Trasse? Weil man keinen Gesamtplan hat. Sie können den Leuten nicht erklären, warum sie sozusagen diese Strecke brauchen, weil sie nicht erklären können, wie diese Strecke in das Gesamtkonzept hineinpasst, weil sie kein Gesamtkonzept haben. Doch nicht nur der Ausbau der Leitungen an Land verzögert sich. Auch auf dem Meer droht ein Debakel. Denn auch hier fehlt ein geordneter Ausbauplan. Das beklagt TenneT, einer der größten Leitungsbetreiber Deutschlands. Er muss alle Offshore-Windparks in der Nordsee an das Festlandnetz anschließen. In einem Brandbrief an die Bundesregierung schreibt das Unternehmen, unter den heutigen Bedingungen sei der Bau von Anschlussleitungen für Offshore-Windparks in der Nordsee nicht länger möglich. Um den Ausbau jetzt schnell voranzubringen, brauche man mehrere Milliarden Euro zusätzlich. Nur noch der Staat könne helfen. Bei Offshore-Windenergie ist die Politik gefangen von ihre eigene Zielsetzung. Immer wenn es Schwierigkeiten gibt, halten die Unternehmen die Hand auf. Und die Politik, wenn sie ihre Ziele erfüllen will, muss dann entsprechend nachlegen, also zusätzliche Zahlungen bewilligen. Am Ende zahlt das der Verbraucher, entweder über höhere Netzentgelte oder über mehr Geld für erneuerbare Energien. Jedenfalls würde der Strompreis da erheblich ansteigen. Hat man hier nicht zu lange einfach gewartet, bis irgendwas passiert von seinen Netzbetreibern? Auch wir sollten nicht in die Vergangenheit schauen, das ist dann wieder mit Vorwürfen verbunden, die dann auch schnell parteipolitische Züge annehmen. Wir sollten jetzt feststellen, dass wir eine Energiewende mit dieser Regierung herbeigeführt haben und dass wir ohne Nörgelei und ohne Skeptizismus mit Optimismus in die Zukunft schauen.